sagt, eventuell bedeuten die Flaggen an manchen Häusern was. Gibt es da Hinweise in Mausover? Das sind die Dinger, die noch nicht gebaut wurden. Weil Rohstoffe fehlen. Nee, weil hier habe ich keine Aufträge vergeben. Ja, du musst sagen, was sie bauen sollen. Nee, die sind, die nichts produzieren. Ah, jetzt bauen sie hölzerne Fahne. Gucken jetzt noch die weiße Fahne weg. Ja. Okay. So, die Frage ist bei dir. Danke für den Hinweis. So, die, also, das Hammer, das verstehe ich auch. Ah, hier hinten Rüstung. Mhm. Rüstung brauchen. Da, hier ist auch noch eine weiße Fahne. Jagdbogen. Jagdbogen brauchen bestimmt, oder? Das ist ein Werkzeug. Jagdbogen ist ein Werkzeug. Also, Jagdbogen brauche ich 2. Hallo, Markus. Holzspeer und Fackel. Fackel machen wir 5, hä? Weiß ich gar nicht, wofür man den braucht. Holzspeer ist bestimmt auch zum Jagen. Machen wir auch mal 5. Vielleicht ist irgendwann Nacht und dann brauchen wir Fackeln. So, oder was? Ist ein Baum gefällt worden gerade. Hier, da, ja, ja. Es sind auch ganz schöne, kleine, süße hinterher. Also, ja, aber passt schon. Der Wald ist schon ziemlich weg hier. Weggerodelt. Ja, wir haben Arbeiten. So. Fokus. Wir brauchen was zum Futtern. Getreide. Da sind noch Gebäude mit weißer Fahne. Die soll ich erst wegmachen? Ja, sonst machen die ja nichts. Werkzeugschmiede. Hast du 3 Werkzeugschmieden gebaut oder was? Nee, die werden leider in verschiedenen Gebäuden wird der ganze Kram gebaut. Mhm. So, dann machen wir mal 2 Hämmerchen, 2 Äxtchen, 2 Sensschen. Machen wir mal 2, oder? Ja, komm. Meißel, okay. Das Problem ist so ein bisschen, es sind so viele Werkzeuge, man weiß nicht genau für was. Ja, das findest du schon noch raus. Ja, das findet man raus. Das, warte mal gerade. Auf Material. Okay, ist einfach nur, mach das. Naja, er zeigt aber, wenn du drüber gehst, zeigt er nicht an, wie viel du davon im Lager hast. Das ist so ein bisschen doof. Wenn der jetzt sagen würde, ja, Hammer, hast du 0, würde ich sagen, okay, dann gib ihm. Weißt du, ich habe jetzt auch 0, aber würde jetzt mal einfach anfangen. So, auf den Discord-Server gehen und das vorschlagen, dass das in dem Mouse-Over noch angezeigt wird. Sonst musst du halt oben gucken. Hier fehlen Baumaterial. Na guck, die Bärenbüsche sind dann weg. Ja, du musst halt mehr Wald. Bau doch mal irgendwo Wald. Haben die Bau doch mal Wald. Haben die denn genügend Wasser, die Förster? Sonst wird das ja nichts. Da hinten sind auch noch Bärenbüsche. Also, ich würde sagen, der hat Wasser. Ja. 16. So, wir brauchen Getreide und er sagt mir auch, er hat ein Problem damit, dass wir kein Gildenhaus haben. So, da haben wir mal Getreide. Seiner Tag, das sagt, steht das Werkzeug leider nicht oben in der Leiste? Ja, genau. Aber ja, ja, du musst aber draufklicken. Ja, wenn man nicht das Werkzeug angezeigt hat und wir haben es ja bewusst jetzt Sachen ausgeblendet, weil sonst das ganze Ding, der ganze Bildschirm voll ist damit. Aber das einfach noch schnell in dem Mouse-Over an der Stelle anzuzeigen, das wird ja jetzt keinen Platz wegnehmen. Also das wäre schon noch ein sinniges Feature. Hast du jetzt Felder drumherum gebaut? Ja. Okay. 4, 8 und 3 sind 11. 15 brauche ich. Also 15 scheint das Optimum zu sein. Was ist denn hier für keine Planierer verfügbar? Ja. Du expandierst zu gierig. Guck mal hier, da gehen die Planierer jetzt alle. Du hast zu gierig. Sie haben zu gierig geschürft. Genau. So, Kupfertagebau. Das sind die Tagebau. Brauchst noch Kneipen, damit die Leute auch mal abschalten. Hab ich schon. Hast du schon. Ah, wenn du das Werkzeug hast, dann brauchst du ein Gildenhaus, dass dieses Werkzeug verteilt werden kann. Okay, also du brauchst ein Werkzeugverteilraum. Mhm. Also das heißt, für Werkzeuge brauchst du was, für Essen brauchst du das auch zum Verteilen. Ja. Die holen sich das nicht alle im Lager ab, nein, sondern das muss zubereitet werden. Okay. Genau, gebt dem Volk Brot und Spiele, sagt Navi.
Hagen, was denkst du? Ich bin noch überfordert. Ich muss Wohnhäuser bauen. Ich bin noch. Da also, waren wir schon irgendwie gefühlt. Ich bin noch ein bisschen überfordert dahingehend, dass ich noch nicht verstanden habe, wie die Produktionsflüsse sind und wofür du zum Beispiel Wohnhäuser brauchst. Die sind jetzt nur für Träger da, wenn man drüber hovert. Weil die sich dann fortpflanzen. Bis zu 25 Träger. Genau, die Häuser brauchst du zum Fortpflanzen. Das ist, glaube ich, das Einzige, wofür du die brauchst. Yes, Sir Chips, vielen Dank für die Bits. Hier im Chat gibt es eine heiße Diskussion, dass mein Ansatz gebt dem Brotvolk doch auch eine interessante Variante wäre. Ich brauche mehr Steinmetze. Rino sagt, dafür, dass es eine Einsteigerkarte ist, finde ich, wird einem doch recht wenig erklärt. Steht in Mausovers zwar viel drin, aber ein echtes Tutorial ist das nicht. Nee, also es ist eindeutig, du hast es genau richtig gesagt. Man kann so ein bisschen verstehen, worum es geht. Aber ein Silbervorkommen wurde entdeckt. Kalkstein, Pokémon. Hm. Auf der anderen Seite, der Hagen ist natürlich jetzt auch keiner, der so gemütlich, mal gucken, was steht denn da, sondern der feuert seinen ganzen Enthusiasmus auf dieses Spiel ab, mit der vollen Breitseite einmal drauf. Ah ja, das ist ja... Also man merkt schon, das Spiel ist für schnelle Expansionen auf jeden Fall gut geeignet. Also ich mag das ja so, gebe ich zu. Aber es ist schon, dafür erklärt es echt wenig. Also es ist schon, und durch die, also du bist halt mit der Kamera auch saunah dran. Mittlerweile, jetzt kann ich auch ein bisschen weiter rauskommen, vielleicht durch Zufall, weiß ich nicht. Sammelbare Pflanzen wurden entdeckt. Wo denn? Ah da, Flachs. Ah. Genau, Mick sagt, finde es ganz nett, wenn man nicht erst eine halbe Stunde im Tutorial verdudeln muss. Ja. Also es hat schon, aber es ist schon. Oberflächenvorkommen in dem Gebiet ab Kupfer. Ah, da muss ich das Kupfer-Oberflächenvorkommen abbauen. Mhm. Soll gucken, wo ein Kupfer-Oberflächenvorkommen ist. Wieso kann ich hier nichts bauen? Ach, weil da ein Fluss ist. Ja, weil da nichts ist. Da kannst du bauen. Ja, aber das ist so weit weg. Hier ist Kupfer. So. Mhm. So, und ich will außer Kupfer, was will ich noch bauen? Kohle. Da war doch irgendwo Kohle. Ah, hier war Kohlestein. Kohle. Ja. Und dahin Kohle, ist auch noch Kohle. Kohle. Also Kohle-Tagebau. Ja. Wir sind jetzt erstmal bei Tagebau. Da müssen wir erst wahrscheinlich ein Technologielevel aufsteigen oder so. So, Kohle-Tagebau haben wir auch. Was haben wir hier noch? Eisen. Haben wir schon Eisen gefunden? Hast du schon? Das ist Kupfer. Das habe ich schon gefunden. Nee, Kalkstein. Das ist überhaupt kein Kupfer. Ah. Abbrechen. Ich habe gedacht, es ist Kupfer. Das ist Kalkstein. Kalkstein. Wie bauen wir Kalkstein ab? Ja, Steinbruch. Kalkstein, ja. Hast recht. Ja, es war so naheliegend. Also, Steinbruch. Das war auch der Steinbruch, den ich da gebaut habe. Das ist das Kupfer-Tagebau. Das Falsche abgerissen. Oh Gott. So. So, mal gucken, wo der Kupfer ist. Was ist das denn da? Stein und Kohle. Kohle. Eisenerz. Kann ich da jetzt Silber, Metall, Schmelzhütte, Kupfertagebau, Kohle, Eisen. Kann ich da auch. Ah, da guck, da kann ich schon. Nee, da kann ich schon nicht, weil da nicht gedingst ist. Ah, gucken, da ist der Pass markiert. Siehst du das? Mhm. Ein Silbervorkommen wurde entdeckt. Uha, das ist aber schön. Silber kann man immer gut gebrauchen. So, jetzt habe ich ja gelernt, Wege muss man so anlegen, dass rechts und links diese weißen Flächen kommen. So, also Eisen habe ich jetzt auch. Tapol sagt, hallo, wäre schon cool, wenn ihr so richtig berühmt wärt. Schon irgendwie schade, dass ihr euch so viel Mühe gebt für eure Videos und nur ein paar Zuschauer habt. Naja, wir haben ja schon, also wir haben jetzt 10.000 Abonnenten auf YouTube, wir haben über 2.000 Follower bei Twitch und ich weiß nicht, wie viele gerade live zuschauen, aber üblicherweise um die 150. Also wenn man sich das mal vorstellt, in so einer Turnhalle oder so oder in einem Stadion,
sind wir da schon durchaus zufrieden. Natürlich, mehr geneigte Zuschauer ist immer schön. Das heißt, wenn ihr noch Leute kennt, die Spaß an dem hätten, was wir hier tun, dann ladet sie doch mal ein, vorbeizuschauen. Genau, und Markus sagt, wir haben die besten Zuschauer, die man sich wünschen kann. Ja. Das sowieso. So, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe verstanden, dass man einen Marktstand braucht, dass Gegenstände zum Marktstand gebracht werden. Mhm. Und dann die Taverne vom Marktstand Zeug geholt hat. Mhm. Oder holt. Was ich nicht gelesen habe, also da ist mein Marktstand, was ich nicht gelesen habe, ist, dass jeder Marktstand nur 3 Gegenstände lagern kann. Und wir haben natürlich schon mehr Bären als sonst was. Okay, dann. Und deswegen stand hier rechts, baue Marktstände, 6 Stück. Also habe ich jetzt mal gedacht, machen wir jetzt. So, ja. Farmland fehlt uns 1. Verdammt. Rino sagt, es hat eine heimliche Atmosphäre hier, wie auf der Nachbarschafts-LAN-Party früher. Genau, wir spielen ja so, wie wir das auch früher schon gemacht haben, vor 1, 2, 3 Jahrzehnten. Und haben euch einfach mit dabei. Also genauso haben wir damals das erste Siedler zusammengespielt. Ja. 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 Kupfertagebau habe ich. Baue Kohletagebau habe ich. Bilde Bauarbeiter aus. Wie bildet man denn? Brauchst du einen Construction Unit Tag. Ich glaube, da fehlt noch irgendwas. Windmühle. Wir bauen jetzt mal eine Windmühle. Weil wir es können. Nee, weil wir hinten unseren Getreidedingsi-Bumsi haben. Den Getreidedingsi-Bumsi. Und guck mal, die Mühle ist größer als die Farm. Hm. Da sollten sie noch dran arbeiten. Vielleicht werden die Farmen später größer. Ich habe denen keinen Platz gelassen. Das kann nicht sein, Dennis. Das darf nicht sein. Xanotag, das hätte auch mal wieder Lust auf eine LAN-Party. Ja, ein bisschen so dieses LAN-Party-Feeling hatte ich auf der Evoke. Die Evoke ist ja eine Demoszene-Party in Köln, die einmal im Jahr stattfindet. Hatte so ein bisschen LAN-Party-Vibes. 68K-Sampler sagt, das erste Siedler konnte man am Amiga ja auch im Koop-Modus spielen. Das war cool mit den, du baust eine Straße, ich baue eine Straße, dann gucken wir mal. Ja, haben wir ja auch gemacht. In unserem kleinen 72-teiligen Let's Play haben wir ja eine offene Karte zu zweit im Koop gespielt. Also, was noch ein bisschen schwierig ist, welche Ressourcen liegen wo, die auf Anhieb zu erkennen, also Stein und Silber, Kupfer. Also es gibt nicht eine Map, wo du das einblenden kannst oder so? Du kannst hier unten nicht die Legende ein- und ausblenden. Das ist so ein bisschen doof. Das ging doch schon bei Siedler 1. Das muss doch hier. Gavin, vielen Dank für das Abo. Ah, da hinten ist Silber. Mhm. So, ich habe Kupfertagebau. Wo war jetzt der Kupfer? Ich habe den doch eben hier irgendwo rumfümmeln sehen. Hier, Kupfer 80. Mhm. Kohle 80. Kupfer, 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 Kupfer. So, Kupfertagebau haben wir auch, Eisentagebau auch und guck, hier geht es schon weiter hoch. So, Verarbeitung, Weberei. Weber stellen Stoff und Seil für den Bau Gebäude her. Verarbeitet Flachs, das kommt da hinten. Mhm. Schneider verarbeiten Leder, Eisenbahn und Stoffe. Und Münzpräger, Kohle, Kupfer und Silberbarren. Den Münzpräger bauen wir dann hier hin. Weil der ist hier am Zentrum der Verhüttung. So, und das Flachsvorkommen war doch irgendwo hier, ne? Da hat er doch irgendwo Flachs entdeckt. Ist das nicht das da an der Grenze? Da, nee, da. Da hinten. Da hinten, das ist noch ein bisschen weiter. Ja, dann musst du da mal die Grenzer dahin schicken. Ich dachte, die expandieren klassisch, egal wie. Ja, du hast doch ein Ziel gesetzt. Und dann gehen die von dort aus kreisförmig. Ah nee, da sind sie schon an der Grenze. Also da, die expandieren dann nicht mehr weiter in die Richtung. Ist dann einfach rum.
So. Bauarbeiter, Schneider. Oh. Hello sagt, freut mich, dass es mit dem VZ 200 geklappt hat. Ich glaube, er war es, der mich darauf hingewiesen hat, auf das Angebot, wo ich den bekommen habe. Ich hatte ja erzählt, neulich mal, oder auch gezeigt, dass ich meinen allerersten Computer wieder gekauft habe. Das ist ein Lagerhäuschen. Mhm. Kann aber nur ein Werkstück, also ich finde, dass die sich nicht automatisch zur Straße drehen, wenn ich da bin, das nervt mich. Mhm. Das darf ich ganz deutlich sagen, das nervt, weil ich muss jedes Mal das Häuschen umdrehen. Guck, so ja. Könnte ich es jetzt bauen, das siehst du gar nicht und dann kannst du es gar nicht... Also ja, da könnte so, man noch optimieren. Da müsst, oder es muss so einen Knopf geben wie Auto, ja. Auto drehen zur Straße oder so. Was du, wenn du keinen Bock hast, kann ja sein, es gibt ja Leute, die das nicht mögen, dass du das dann einfach... Mhm. Produktion von Holzwerkstatt abgeschlossen. Warte auf neue Aufträge. Hm. Mick sagt, wenn ich da bin, drehen die sich nicht zur Straße. Hagen ist wirklich ein Despot. Ja, so. Wo ist die Holzwerkstatt? Da. Das ist auch was, also natürlich kennt man die Häuschen noch nicht, wir haben ja gerade erst angefangen, aber die sehen auch alle gleich aus. Ja, sie also, sind vom Farbschema her sie sehen, sehr also, ähnlich. So, also sie sind stylisch, aber sie sind nicht so einfach zu lesen. Ja. Also zumindest mal aus der Entfernung. Und näher ran würde ich im normalen Spiel nicht gehen, außer mal zum Gucken. Ja. Weil es eh schon nicht so übersichtlich. Ja. Ach guck mal, hier kann ich die Hannebumble bauen. Wie viel habe ich denn davon? Die Hannebumble. Ich brauche Planierer. Nennt man auch, Handwerker. Rekrutieren. Handwerker. Komm, noch eine Bevölkerungsgruppe, die wir ein bisschen beleidigen können jetzt. Herrlich. René Austria sagt, da wird morgen Hagen den Pioneers of Pagonia Discord vollschreiben mit Verbesserungsvorschlägen. So. Gibt es bei dem Spiel auch ein Out of Humans? Ja, wir müssen doch Häuser bauen, damit reproduziert werden kann. Ich muss jetzt 5 Wohnhäuser bauen. Wo sind die nochmal? Ich habe irgendwie so ein Déjà-vu. Hagen sagt immer wieder, ich müsste mal Wohnhäuser bauen. Ja, komm, erstmal Produktion. Wird es eine Boxversion mit Handbuch geben? Ja, also ich gehe mal von aus, sowas, die Zeiten sind rum. Höchstens irgendwie so eine Special Edition. Und wie heißt denn die neue Firma von Volker Wertig? Die werden froh sein, erstmal, wenn sie das Geld haben, das Spiel zu machen und dann noch das irgendwie in Vertrieb. Ich sehe es leider nicht. Ich habe hier gerade mal einen Blick nach rechts geworfen. Da hat der Dennis den Shop auf. Mhm. Habe ich gut gerettet? Den Shop, ja. Aber da steht leider auch nichts. Ja. Alla hopp. Mehr Gebäude, dann bauen wir halt mehr Gebäude. So, Logistik. Lager. Schatzkammer. Ihr braucht eine größere Schatzkammer. Ja, ich hab's auch voll gedacht, so oder so. Schatzkammer. Ich habe keinen Platz für die Schatzkammer. Die ist ja riesig. Erstmal im Wald. Schatzkammer. Denk dran, im Wald, da sind die Räuber. Ich hätte die jetzt auch nah an den Münzi gebaut, aber wenn es halt nicht ist, geht ein Disto. Der Münzi ist das, der die Dingsies prägt? Ja. Wir sollten mal so eine Cartoon-Serie machen, die Dingsies. So. Also, den Münzi haben wir jetzt hin. Handelslager. Ohne Handel, die herkommen, wenn sie eine neue Aufgabe warten.
Handelsposten erlaubt, dann Handelsreihe Waren an andere Dörfer zu liefern. Es gibt gar keine anderen Dörfer. So, was haben wir noch? Xanotarktis, ich komme im Chat langsam nicht mehr mit, über was genau so diskutiert wird, sagt, einen Shop hat der Dennis auf, kann man da etwa Merch von euch kaufen? Also, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich unter shop.virtuallymenschen T-Shirts mit lustigen Motiven von uns kaufen, oder es gibt auch hier so Untersetzer und sowas. Aber wir brauchen dann jetzt noch so ein Aufbaustrategie-Motiv mal, Hagen. Das mal überlegen. Mhm. Mhm. Eindeutig. Du brauchst so eine Spitzhacke. Yes. Hast du gehört? Hast du gehört? Der Mix sagt, griechische Gottheit der vergesslichen Dings. Genau. Läuft. Xanotarklis sagt, der nordische Gott der Ungeduld. Hammer's bald. Ich habe ja fast das Gefühl, ihr macht euch über mich lustig. So. Wer baut die Lager nicht schnell genug? Was hast du denen Priorität gegeben? Priorität. Aha. Das ist was für ein Loser. Das machen wir nicht. Kunstschmiede, ach so, schön Bauer sind wir nicht. Was haben wir denn hier? Garnison, Wachenkörper mit Grenzstein. Hollo hätte gerne Hagens leere Erdnussdosen als Stifterhalter. Leere Erdnussdosen haben wir nicht, aber ich hätte noch leere Popcorn-Eimer, da kann man auch wunderbar Sachen aufheben. Kann der Hagen den Deckel signieren? Und wenn wir dann unser VD-Fan-Treffen machen, dann gibt's die als Giveaways. Oh mein Gott. Ihr macht mich fertig, ey. Die leeren Popcorn-Schüsseln signieren. OMG. Ja. Griechische Gottheit der Unordnung. Zeugs. Stein, Dings. Wo war denn jetzt das Seberkrams-Dings? Du hast es doch da. Hagen braucht keine Prioritäten. Hagen ist die Priorität. Ich wollte schon sagen, ich sag denen, die sollen bauen, dann heißt das, gib Gas und nicht lümmel hier rum. Hier wurde besorgte Zuschauer fragen, wo denn deine Snacks sind. Gut, dass du an mich denkst, wer auch immer. Ja. Ich kann ja so im Chat nicht mehr gucken. Der hat keine Viecher mehr. Es war 68K Assembler. Ah, der weiß genau, wie es läuft. Ja.